Vor dem Tor genossen wir schon den richtigen Eindruck von dem ehemaligen Judenlager. Drei Sicherheitszäunungen mit elektronisch geladenem Draht an allen vier Ecken, hohe Wachtürme, bespickt mit starken Scheinwerfern und MGs, säumten das fast 2 Hektar große Lager ein. Das Lager sonst war bereits schon überfüllt, doch war unter freiem Himmel für uns 1000 Mann immer noch etwas Platz. Im Vorhof des Lagers begann erst die große Filzung. In Doppelreihe standen wir da, die Hyänen des Schlachtfeldes, schwarze Mongolen, dessen Taschen strutzten von erbeuteten deutschen Uhren, Spiegeln, Brieftaschen, Fotos, Taschenmessern, Rasierapparate, Zahn- und Hautcreme, kurz alles, was blitzt und funkelt, gefiel diesen Burschen und hießen alles mitgehen, was sie in ihrem Leben noch nicht gesehen hatten. Bei Einbruch der Dunkelheit mussten sie die Filzung aufgeben und der Rest unserer Kolonne strömte undurchsucht ins Lager. Jetzt konnten wir selbst sehen, wo wir Unterkunft fanden. Es war nur gut, dass die Nächte regenlos waren, sonst wäre eine große Panik ausgebrochen. Ich konnte noch von Glück sprechen, denn ich konnte mich noch schnell in eine Baracke hineinzwängen. Da es schon stockdunkel war, blieb das Plätzchen suchen ohne Zwischenfälle nicht aus. Als ich dem ersten auf die Hand trat und dem dahinterliegenden die Zehen zusammendrückte, förderten mich einige anständige Fußtritte in den hinteren Teil des Raumes. Durch den Schwung landete ich auch dort nicht so unsanft, denn durch die anstrengenden Strapazen war noch keiner Herr über seinen eigenen Körper. Außerdem sind vergrämte, hungrige Menschen sehr aufgeregt und ausfällig. Ich hatte nun durch hin und her gestoßen einen freien Platz erreicht und musste mich als krummes Fragezeichen richtig zurechtschieben. Solche Zwischenfälle kamen noch häufig vor, sodass viele, hauptsächlich die, die bei den Türen lagen, die ganze Nacht durch keine Ruhe hatten. Ich hatte nichts mehr gemerkt und war nach einem kurzen Gebet sofort in einen betäubten Schlaf versunken. Am 12. Mai wachte ich mit müden Beinen und schmerzenden Rücken auf meiner krummen Stellung auf. Ohne dass ich es bemerkte, hatte sich ein anderer Pläni, das heißt Gefangener, meine Beine als Kopfkissen benutzt und bei der dauernden Last waren mir die Beine eingeschlafen. Zu meinem Schrecken bemerkte ich auch noch, dass diese Baracke total verlaust war. Ich hatte nun einen Teil von diesem Gesindel, und das waren nicht wenige, von der Sorte bekommen. Meine Kameraden merkten auch bald diese 6-beinigen Gefährten, und bald sah man eine Bude voll eifrig suchender Menschen, um den Läusen Herr zu werden. Es ist ein schreckliches Gefühl, dieses Krabbeln und Beißen, doch fühlten sich diese Tierchen in unserer schmutzigen Unterwäsche recht wohl. Kurz vor Mittag gelangte ich doch mal an die frische Luft und konnte mir draußen bei Tage die Beschaffenheit mal ansehen. Ein Stück hinter der Baracke standen noch einige von den Holzunterkünften, die ebenfalls so arg mitgenommen aussahen als die, in der ich wohnte. Ganz abseits stand auch ein großes Gebäude, das mit etlichen plumpen Schornstein versehen war, aus deren Inneren schwarzer Rauch emporstieg. Der Mittagwind blieb einem lieblichen Geruch von Erbsensuppe zu mir herüber. Verleitet von dem Geruch und getrieben von meinem leeren Magen, steuerte ich nun quer über den Platz in Richtung Küche. Ein dichter Knäuel von hungrigen Soldaten stand vor dem Küchenschalter und wartete auf Essen. Dort sagten sie mir, dass auch unsere Baracke anschließend Essen empfängt. Befriedigt zog ich wieder von dannen
um es meinen Stubenkameraden mitzuteilen. Zu der gegebenen Zeit holte ich mir auch meine erste warme Verpflegung in Gefangenschaft. Ganz erstaunt und mit langen Gesichtern zogen wir mit unseren Viertelliter Suppe los. Heißes Wasser und einige Löffel voll Erbsenschalen. Dies sollten wir essen. Mir knurrte der Magen nachmittags noch mehr als vor dem Essen. Da hießen es aber neue Löcher in den Gürtel stecken. Denn der Magen schrumpfte immer mehr zusammen. Am Nachmittag fand ich auf dem Müllhaufen zwei schöne Decken, die mir gute Dienste bis September leisteten. Am 13. Mai verlief der Tag bei derselben Kost ruhig. Wo aber der 14. Mai sehr abwechslungsreich war. Am frühen Morgen kam in jede Baracke ein Friseur und nun hieß es, runter mit den Haaren. Da konnte aber einer was hören. Von wegen nach Hause fahren. Die werden euch etwas niesen. So wurde geschimpft, bis alle die Haare herunter hatten. Ein komisches Gefühl, wenn die langen Haare auf dem feuchten Fußboden platschen. Wir schauten uns gegenseitig an wie nackte Mäuse und konnten uns kaum noch selbst erkennen. Am 15. Mai wurde durch die russische Lagerleitung bekannt gegeben, dass das Lager Friedland geschlossen nach Breslau ins Entlassungslager marschieren wird. Am 16. Mai früh bekam jeder Pläni, Gefangener, 200 Gramm Brot und ein Viertelliter Suppe. Das Brot war klebrig und nass, doch hatten wir Hunger, da schmeckt es wie Kuchen. Um 9 Uhr wurden Hundertschaften gebildet. 5 Mann bekamen ein russisches Kastenbrot in die Hand gedrückt und ab ging es in Richtung Breslau. Dicht umschwärmt von Posten, die uns in ihrer Angst für uns noch unverständliche Laute entgegenbrüllten. Es war für mich als Schlesier ein sehr erschütternder Marsch, da ich noch dieses Land, meine liebe Heimat noch aus guten Zeiten in Erinnerung hatte. Diese blühenden Dörfer und Städte waren in kurzer Zeit zu sagenhaften, verstörten Burgen verwandelt worden. Hier und da schauten ängstliche Zivilisten aus den Fenstern und kamen nur zaghaft näher. Auch in dieser Gegend, wo kein Krieg war, hatten die Russen alles durcheinander gebracht. Als wir durch Waldenburg zogen, bereitete uns die Bevölkerung einen schönen Empfang. Vor allem Kinder und alte Männer brachten uns Brot und Büchsen mit Fleisch, eingelegtes Obst und noch vieles anderes, was sie vor den Russen versteckt hielten. Ich sah noch einen alten Tabakhändler in seiner Ladentür stehen und verteilte Tabak und Zigaretten. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich wieder einmal an die alten Plänis zurückerinnern. Rücksichtslos und habgierig stürmten sie auf die Kinder ein, um schnell allein in den Besitz des Geschenkten zu kommen. Eben flogen wieder einige Schachteln Zigaretten in unsere Reihen, als auch schon ein alter Nimmersatt mir meinen rechten Schuh heruntertrat, stolperte und dabei sein Ziel verfehlte. Der Mann, der neben mir ging, konnte mit aller Ruhe die Zigaretten aufheben und einstecken. Doch der alte Kerl behauptete stark, dies Kind habe ihm die Schachtel zugeworfen. Es hätte nicht mehr viel gefehlt, dann hätte er sich müssen mit einigen Ohrfeigen zufrieden geben. Mein Schuh war nun hin. Der Stolpatsch hatte mir den Absatz abgetreten und die Sohle war auch die Hälfte ab. Mir blieb nichts anderes mehr über, ich musste den Schuh wegwerfen. Da ich keinen Ersatzschuh hatte, bin ich barfuß bis nach Breslau gelaufen. Jetzt musste ich aufpassen, dass mich kein anderer auf die Füße trat. Darum lief ich am Außenrand. Bei dieser Gelegenheit beschied mich auch das Glück und ein Junge gab mir schnell einige Schnitten Brot und ein Glas Heidelbeeren. Am Abend erreichten wir Striegau und schlugen auf einer Wiese das Nachtlager auf.
Zu unserer Überraschung brachte uns der Iwan auf einem LKW 3 große Badewannen voll Grießbrei als Abendessen. Jeder bekam eine Konservendose voll. Die stillte etwas den Hunger und ich konnte gut schlafen. Der Russe hatte viel Lagerfeuer um uns herum angezündet, das niemand ausreißen konnte. Und doch waren früh viele verschwunden. Hätte ich eine kleine Ahnung gehabt, dass ich in Russland landen würde, wäre ich dort auch entwischt. Aber es ist doch gut, dass man die Zukunft nicht voraussehen kann. Denn viele haben sie wieder gefangen, die sind in Straflager eingegliedert worden. Da ist es ihnen sehr schlecht ergangen. Schlechtes Essen, viel Arbeit und Schläge bis zum Umfallen. Am 17. Mai marschierten wir an der alten Stellung vorbei, wo ich am Zopten vor 11 Tagen noch Wache geschoben hatte. Dort sah es ja noch sehr wüst aus. In der Sommerhitze lagen die Toten, die noch nicht beerdigt waren, und die Luft war voll von dem Verwesungsgeruch. Wir waren froh, als wir diese Stellungen hinter uns hatten. Ich musste andauernd nach Süden schauen, wo nicht weit hinter dem Zopten meine Heimat lag. Ich wusste nichts, was zu Hause passiert war. Lebten meine Eltern noch oder waren sie vertrieben worden, denn noch schlimmer wie die Russen hausten die polnischen Banden. Schrecklich sahen die Ortschaften aus in Richtung Breslau. Alles zerschlagen, die Betten hingen noch zerrissen zu den Fenstern heraus und Russen standen grinsend in den Haustüren, soweit sie noch ganz waren. So zogen wir durch unser eigenes Land einer finsteren Zukunft entgegen. Ich war damals noch sehr jung und konnte den tieferen Ernst der Lage noch nicht richtig fassen. Zum Nachdenken hatte man keine Zeit, weil das Gehirn die Schrecken der letzten Wochen noch nicht verarbeitet hatte. Einen kleinen Zwischenschall möchte ich noch erwähnen, der sich in einer kleinen Ortschaft zutrug. Ein deutscher Gefangener trug noch ein Schifferklavier mit sich, das ihm auch die Posten gelassen hatten. Da stürzte plötzlich aus einem Haus ein Russe heraus und wollte ihm das Instrument wegnehmen. Durch dauerndes Hin- und Herzerren bemerkte es ein Posten von uns. Mit Kolbenschlägen jagte er den Russen hinter das Haus und schoss ihn mit einigen Feuerstößen nieder. Uns wunderte dieser sehr und erfuhren später, dass ein russischer Posten jede Vollmacht besitzt, selbst einen General auf der Stelle niederzuschießen, wenn er sich etwas zu Schulden kommen lässt. Am 17. waren wir abends bis 15 Kilometer vor Breslau gekommen und übernachteten auf einer Wiese. Siebte Hundertschaft Essen empfangen. Nanu, das galt doch für mich. Ich stieß meinen Nachbarn etwas kräftig in die Rippen, denn er schlief noch ziemlich fest. Wir hatten uns alle beide in meine Decken und einen Mantel eingewickelt und hatten durch die dadurch entstehende Wärme bis in den hellen Morgen geschlafen. Am entgegengelegenen Ende der Wiese dampfte es aus 3 großen Feldküchen, die von deutschen Frauen aus Kant bedient wurden. Es gab Dörrgemüse, in Klammern Drahtverhau in der Soldatensprache, und eine Dose voll Trockenbrot. Das Gemüse stammte noch aus deutschen Heeresbeständen. So plötzlich die Feldküche gekommen waren, so schnell war sie wieder in der Ortschaft verschwunden. Nach einem eingenommenen Frühstück traten wir den letzten Rest unseres Marsches an. Tiefe Krater, die sich dicht aneinander reihten, hatten den Schwarzerdeboden rund um Breslau aufgewühlt. Schrecklich sahen die Vororte aus, denen wir immer näher kamen. Aufgerissen war die Autobahn bis in das Stadtviertel Gräbschen hineinführte. Nun hatten wir die Stadt vor uns, die uns 2 Monate hindurch eine vielfach stärkere Einkesselungsmasse sich trotzig zur Wehr setzte. Man konnte noch an den Spuren des Kampfes deutlich erkennen,
dass sich die Russen jeden Meter Boden und jedes Haus hart erkämpfen mussten. Auf der rechten Straßenseite hatten die Russen einen riesigen Friedhof angelegt, der nach Schätzung weit über 1000 russische Gefallene die letzte Ruhestätte bot. Dieser Friedhof ist nur einer unter den vielen anderen, die der Russe rund um Breslau angelegt hatte. Man konnte sich doch eine kleine Vorstellung machen, was dem Russen diese eine Stadt an Menschen gekostet hat. Doch auf unserer Seite reichten sie Tausende von Heldengräbern aneinander, die unsere Kameraden aus Breslau am Rand der Stadtviertels simpel, weniger prunkvoll beigesetzt hatten. Ein alter Parteigenosse sagte mal zu dem Fall Stalingrad zu meinem Vater: Wo man hobelt, Herr Reimann, da fallen auch Späne. Es war nur schade, dass man diesen Menschen keine Späne abholen konnte. Wir wollen es noch abwarten, Gottes Mühlen mal langsam, aber fein. In der Innenstadt sah es noch schlimmer aus. Da stand kein Haus, das nicht 60 bis 80% beschädigt war. Kaufläden waren aufgeplündert und ruiniert. In der Tür eines Geschäftes lag ein großer Berg Zucker, wo ich mir mein Kochgeschirr vollmachte. Unser Weg ging über Trümmer, abgestürzte Flugzeuge und zerschlagenem Kriegsmaterial weiter in Richtung Hunsfeld. Deutsche Frauen arbeiteten fleißig an der Beseitigung des haushohen Schuttes. Mit stummen Gesichtsausdrücken schauten sie uns an. Man konnte ihnen deutlich die Schrecken der letzten Zeit ansehen. Auch meine Augen waren von den vielen fesselnden Eindrücken müde geworden und ich kann mich bloß noch daran erinnern, dass ein alter Offizier, gebürtiger Schweidnitzer, der schon sehr schlapp war, seine letzte Kraft zusammenraffte und sich beim Übergang über die alte Oder, über das Geländer in die Fluten stürzte. Vor allem weiteren Unglück bewahrt, machte er mit seinem Leben ein Ende. Das Lager Hunsfeld, gelegen am östlichen Stadtrand von Breslau, fasste bei unserer Ankunft 16.000 Gefangene. Wir wurden am 18. Mai nicht mehr hineingelassen, weil kein Platz mehr da war. Also mussten wir vor dem Lager übernachten. Der 19. Mai begann mit einer gründlichen Durchsuchung, welche den Rest unsere Wertsachen einstrich. Nach einer Personalaufnahme wurden wir zugweise ins Lager befördert, unter zusammengeknöpften Zeltbahnen, die wir an den Seitenwänden einer Baracke befestigten, hatte unser Zug auch Unterkunft gefunden. Es ließ sich auch gut aushalten unter den Zelten, wenn nur nicht die Läuseplage so überhand genommen hätte. Die heiße Mittagssonne, die uns so unbarmherzig auf die Platte schien, benützte ich dazu, den Partisanen auf die Spur zu gehen. Doch hielt es nur einige Stunden an, dann hieß es, juckt es wieder zu am ganzen Körper. Die Entlausungskammer, die sie notdürftig eingerichtet hatten, half nicht viel, sondern benützte dadurch die Wärme noch mehr Eier auszubrüten. Das tägliche Läusesuchen hatte nur dies zum Vorteil, dass mich nicht tagsüber die Langeweile quälte. Auch waren im Lager sehr viele Breslauer Festungssoldaten, die uns ihre Erlebnisse in der Festungszeit schilderten. Da gab es sehr viel zu erzählen, wobei die Tage auch etwas schneller verstrichen. Das Essen war vor der Küche im Vergleich zu späteren Zeiten gut. Die Verpflegung wurde jeden Tag aus Breslau geholt, wo sie in Massen noch in den Warenlagern aufgestapelt lag. Vielfach hatte das Rindfleisch einen sehr schlechten Beigeschmack. Es war auch in der Hitze kein Wunder. So verstrich ein Tag nach dem anderen, ohne dass eine Änderung in unserer miesen Lage eintrat. Viele Hellseher mogelten, dass wir müssten bis Juli, sogar viel bis September dableiben. Sie erreichten aber nur eine Empörung bei den Zuhörern. Der Krieg ist doch aus und wir sollten die wirtschaftliche Lage in Deutschland ohne Männer weitergehen. Ja, man hat sich damals viel zu viel den Kopf zerbrochen.
An manchen Nachmittagen stellten sich auf einer kleinen Bühne eine antifaschistische Künstlergruppe vor, die uns so frischbacken schulen wollten. Doch wurden sie bloß ausgepfiffen und ausgelacht. Es waren Angehörige der Roten Seydlitz-Armee, die früher gegen uns gekämpft haben. Alles Überläufer, die für 200 Gramm Brot ihre eigenen Kameraden verrieten. Jetzt waren sie die Lagerpolizei, ein Stock in der Hand, ausgefressen und trugen schwarz-weiß-rote Armbinden. Sie hatten stets nur Schüsseln vor sich stehen und stichelten die eigenen Kameraden mehr als die Russen. Meistens waren es Wasserpolacken aus dem Kohlengruben, die nicht richtig Deutsch konnten. Damit begann die erste Uneinigkeit bei uns Gefangenen und endete erst wieder, als jeder wieder sein eigener Herr wurde. Auf der Landstraße zogen täglich Hunderte von polnischen Arbeitern, die den Krieg hindurch in Deutschland gearbeitet hatten, mit deutschen Gebrauchsgegenständen schwer beladen an uns vorüber in Richtung Heimat. Wir Schlesier mussten zusehen, wie sie das letzte Tuch und das letzte Möbelstück hinausschleppten. Es änderte sich nichts bis zum 1. Juni an der ganzen Lage. Körperlich hatte ich mich auch noch gut gehalten und wartete bloß noch auf mein Entlassungspapiere. Ich habe sie ja auch bekommen, aber erst 4 Jahre später. Bei einer Kundgebung auf dem freien Platz, wo keiner fehlen durfte, wurde bekannt gegeben, dass sich 60 Züge bereithalten sollten. Es waren rund 1800 Mann. Der Zug 141, dem ich angehörte, war auch dabei. Am 2. Juni begann die Vorbereitung zu unserer Versetzung, wie sich die Russen so schön ausdrückten. Wir sollten nach Ohlau zum Brückenbau kommen. Um Mittag sollten auch schon die Waggons herankommen. Die Bahnlinie verlief ein Stück neben dem Lager, da brauchten wir nicht weit laufen. 3 lange T-Waggons waren dabei, wo aus 2 Blechschlote herausragten. Die anderen waren alles kleine 18-Tonner. Ich zählte 45 Wagen und überall waren die Fenster verrammelt. An jedem 5. Waggon hatten die Iwans Wachtürme angebracht mit großen Lampen darüber. Nach genauer Registrierung eines jeden erfingen wir Mäntel, aber nichts an die Füße. So marschierte ich barfuß im Gänsemarsch zum Tor hinaus. Russische Posten bildeten ein Spalier, das keiner von uns ausreißen konnte. Bei Waggon 19 kam ich an die Reihe, nanu 2 Etagen, doch die obersten Betten waren sehr weit auseinandergelegt. Ich kroch auf allen Vieren in die linke hintere Ecke, und neben mir 2 alte Freunde. 45 Mann in einem Waggon, das ist allerhand. Kaum waren die letzten drin, rasselte auch schon die Tür zu. Es dauerte nun fast eine Stunde, bis sich alles beruhigt hatte und der Waggonälteste, der vor der Tür schlafen musste, stellte sich erst einmal folgendermaßen vor. Kameraden, mein Name ist Febel Lange. Denn weiter kam er nicht. Aus der anderen Ecke brüllte einer, mal gewesen, Feldwebel. Abgeblitzt, jetzt bist du genauso ein Kuli wie wir, Kamerad Lange. Das genügte ja allen anderen, jetzt wussten wir, wer er ist. Und dann begann ein Schweigen und Lauschen. Aber nichts rührte sich mehr, bis am anderen Tag zu Mittag. Die Tür öffnete sich etwas. Und 2 Russen stießen uns einem 20 Liter Kanister mit Sojasuppe herein und sofort war die Tür wieder zu. Einen knappen halben Liter pro Mann und mit was herausschöpfen? Durch den großen Lärm und den vielen Vorschlägen fand sich auch bald ein Trinkbecher. Jetzt fehlte bloß ein Stiel daran. Ich weiß nun heute nicht mehr, in welcher Ecke ein Stück Latte abgerissen wurde. Da war gleich ein Holz da zum Rühren. Scharfe Blicke von der 2. Etage begleiteten den Essensverteiler.
was seine schwere Arbeit während der Fahrt war. Er sagte es später auch, dass das Suppe verteilen eine Strafarbeit war, die er wird und ich auch nie wieder vergessen. In den kommenden Wochen habe ich ebenfalls kein befriedigendes Ergebnis auf diesem Gebiet gehört. Bei jeder Fütterung entstand ein heilloser Lärm, der nichts an der dünnen, wenigen Suppe änderte. Am Nachmittag des 3. Juni hängte durch einen kräftigen Stoß die Lok an und Minuten später setzte sich der Zug in Bewegung. Mit diesem Augenblick begann die 35-tägige Fahrt hinter den eisernen Vorhang des gewaltigen russischen Reiches. In diesen Tagen traten noch viele Gefangenentransporte den Weg in das Elend an. Frauen, Kinder und Greise lernten mit uns das Machtregime Papa Stalins kennen, von denen viele die Heimat nicht mehr wiedersahen.